Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir machen jetzt weiter. Die Crew ist auch hellauf begeistert. Wir gehen jetzt erstmal ans Steuerruder und dann fahren wir auch zur nächsten Mission. Captain Cormick ist am Steuer, jawoll. Wo fahre ich denn jetzt am besten lang? Setzt jeden Zollsegel. Am besten erstmal ein bisschen mit Reisegeschwindigkeit voranschreiten, das geht ja dann doch am schnellsten. Echt, ja? Oh, verdammt. Mal wieder habe ich die Morrigan geschrottet. Da vorne ist irgendwo ein Handelsposten. Das muss ich mir mal näher anschauen. Ich gehe jetzt hier einfach mal an Land. Es wurde ja auch gesagt, dass wenn wir so ein paar Nachschublager plündern, dass wir da ordentlich was holen können. Ah ja. Ich muss nochmal gucken, was gibt es hier zu holen? Hier ist auf jeden Fall Fortschritt, hier gibt es ein paar Truhen, Sammelobjekte, Aussichtspunkte, Aktivitäten, Missionsgegenstände. Wie sieht das auf der Karte aus? Naja, gut, okay. So berauschend ist das dann doch nicht. Dann werde ich hier vorne nur schnell die kleine Schatztruhe plündern und dann steche ich auch wieder in den See. Ich hatte gedacht, dass es hier einen Nachschublader gibt. Und der Aussichtspunkt, ja gut, der ist irgendwo da hinten. Nee, das ist mir jetzt dann doch zu weit. Ich denke mal, dass wo wir jetzt hin müssen, was die Hauptmission angeht, dass da auch noch einiges zu holen ist. Aber da vorne ist das ein Nachschublager. Ich muss nochmal auf der Karte gucken. Hier gibt es auch mal wieder Sammelaktivitäten. Schade. Wir fahren jetzt erstmal dahin, wo ich hin wollte. Die Crew ist auch wieder gut drauf. Ihr hört es ja, sie singt. Heute ist ein schöner sonniger Tag. Hier ist auch wieder ein bisschen Treibgut. Oh, Holz. Ja, das können wir immer gut gebrauchen. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg oder kann ich da hinten abkürzen? Da war schon wieder Treibgut, verdammt. Habe ich zu spät gesehen. Oh, was ist das denn? Fregatte, Stufe 8. Nee, Stufe 23. Ja, lesen kann ich auch nicht. Eine Fregatte? Können wir die vielleicht entern? Die liegt da einfach so vor Anker. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Was? Sleepy Hollow? Das Schiff brennt, da muss ich irgendwas machen können. Ja, der Captain ist über Bord. Der Captain kommt aber auch gleich wieder. Warum ist denn das Schiff hier? Warum brennt das? Hier muss es irgendwas zu holen geben. Zumal gibt es ja hier auch eine Schatztruhe. Die Truhe ist schon mal hier oben. Ah ja. Ich muss mir das Schiff angucken. Hoffentlich nehme ich da keinen Schaden, wenn ich da jetzt raufgehe. Ich meine, das Ding brennt ja. Ach so, hier gibt es ein bisschen Frachtgut. Oh oh. Ich muss mich beeilen, das Frachtgut zu kriegen. Ich habe hier irgendwie nur eine bestimmte Zeit. Ja, Verbesserung verfügbar, ganz toll.
Jetzt haben wir alles. Und schnell runter vom Schiff. Jawohl, hätten wir geschafft. Ob das Schiff jetzt in der Zeit explodiert, da bin ich ja mal gespannt. Lass mal schnell wieder zurück zur Morrigan. Hoffentlich sind hier keine Seeungeheuer, die mich wegnaschen könnten. So, was passiert jetzt hier mit dem Schiff? Ach so, es sinkt. Alles klar. Na, wer hätte das gedacht? Aber gut zu wissen, dass wenn wir so ein Schiff da sehen, was brennt, dass wir da ein bisschen Frachtgut kriegen. Jetzt ist es weg. Naja, okay. Jawohl, Captain Cormick ist da. Ihr müsst spuren. Denkt dran, wer hier nicht spurt, geht über die Planke. Da vorne ist die kleine Siedlung, wo ich hin wollte. Gleich mal ganz geschmeidig anlegen. Schon sind wir an Land. Sleepy Hollow. Ah ja. Hier gibt es auch wieder ein paar Sammelgegenstände. Hier gibt es auch wieder ein Geschäft. Ich konnte ja schon im letzten Geschäft nicht wirklich was kaufen. Was gibt es hier so Tolles? Gehen wir da aus dem Weg. Den haben wir erstmal voll weggeschubst, den Jungen. Hier ist noch eine Truhe. Wo ist denn die? Da ist sie. Was gibt es hier noch so Tolles? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst. Schnell weg hier. Was haben wir hier so Tolles auf der Karte? Kann ich mir noch irgendwas markieren? Auf jeden Fall erstmal den Aussichtspunkt. Ja, ich sollte mir auf jeden Fall erstmal den Aussichtspunkt schnappen und mich damit dann synchronisieren. Dann sehen wir sowieso alles auf der Karte. So, dann haben wir alles erstmal freigelegt. Da hinten ist noch ein Schatz. Da hinten ist auch ein Schatz. Da ist wieder eine Taverne. Abstergo-Herausforderung beendet mit 5 Aussichtspunkten synchronisieren. Wo war denn jetzt der eine Schatz? Ich glaube, der war hier vorne. Da hinten steht Hope. Das ist ja unsere Mission. Wo ist denn die Truhe? Ah ja, hier ist sie. Wenn ihr euch fragt, warum ich mir immer die Truhen hole und nicht sofort zur Sequenz gehe, das habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt, dass ich immer noch ein bisschen was nebenbei machen werde. So kann ich mir immer noch ein bisschen was zusammensammeln. Hier gibt es auch wieder eine Templarkarte, das ist ja toll. Was gibt's hier? Grauwolf. Oh ja, den muss ich ja mal jagen. Ich meine, wir könnten uns auch die Felle beim Händler kaufen, also in einem Geschäft, ja, aber die kosten echt ein Heidengeld. Und warum dafür Geld ausgeben, wenn wir uns die Teile eigentlich mehr oder weniger selber jagen können? Hier mache ich erstmal ein bisschen Action. Der kriegt jetzt erstmal hier ein paar aufs Maul. Der hat's doch gar nicht gecheckt. Sag mal, reagieren die hier gar nicht? Oh, da ist der Captain. Deckung durchbrechen. Oh, geht gar nicht. Ich muss Konter und dann Deckung, glaube ich, durchbrechen. Genau, und jetzt können wir es klar machen. Menschlicher Schild, schnell. Nimm ihn als Schild. Oh, verdammt, ich habe nicht gesehen, dass hier einer geschossen hat. Wo ist denn der Typ? Oh, 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 oh. Erstmal einen kleinen Augenblick abwarten, bis unsere Energie wieder ein bisschen hochgeht. Na, warte mal, Freundchen. Nein, du brauchst gar nicht schießen. Oh, Scheiße.
Aber jetzt kann er uns gar nicht sehen. Den knall ich gleich ab. Was ist das denn da für einer? Oh nö, was willst du denn jetzt schon wieder hier? Ja, das hast du davon. Den Typen hier auf seinem Ausguck, den schnapp ich mir jetzt erstmal. Schießt der mir zweimal an den Rücken, was soll denn das? Ey du Depp, was fällt dir ein? Ich würde sagen, jetzt schmierst du ab, oder? Na, warte mal. Dich schmeiße ich jetzt hier mal runter. Und tschüss. Ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Es ging eigentlich nur um diese Truhe, die sich hier vorne befand. Und dann wollte ich ja noch diesen Wolf da jagen. Eine Truhe gibt es hier noch in der Siedlung. Wo ist die? Wo ist die letzte Truhe? Ach, da unten. Wir werden uns jetzt erstmal ein paar Wölfe jagen. Das mit den Wölfen jagen ist gar nicht so einfach, weil die einen angreifen. Da müssen wir im richtigen Augenblick auch Kontern drücken, damit wir die klar machen können. Das werdet ihr gleich sehen. Und es ist meistens nicht ein Wolf alleine. Es sind meistens mehrere. Sofern wir den Hümern Wolf finden. Aber hier ist auf jeden Fall das Gebiet für die Wölfe. Die Jungs bewachen hier irgendwas. Ja. Die bewachen gleich nichts mehr. Der hier auch nicht. Wo ist die Templerkarte? Hier liegt die Templerkarte. So gefällt mir das. Ja, mir auch. Nordatlantik. Okay, wir haben jetzt mittlerweile drei schöne Templerkarten. Oh, wow, wir haben immer noch keinen Wolf gefunden. Doch, da ist einer. Da ist das Wölfchen. Mal gucken, kann ich den von hinten angreifen? Zack, habe ich euch doch gesagt. Wir müssen im richtigen Augenblick was drücken. Oh, oh, wo ist er? Oh, ho, 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 ho. Hier ist noch irgendwo einer. Es sind immer mehrere. Mein Controller hat gerade vibriert. Wie gesagt, ich werde das immer abbrechen, wenn ich so ein Tier häute. Wir müssen die paar Sekunden uns das jetzt nicht angucken, wenn Shader das Tier entweiht. Aber hier vorne gibt es jetzt wahrscheinlich keine Wölfe mehr. Oder vielleicht doch. Mit dem Adlerauge sehe ich hier nichts. Nee. Es scheint hier wirklich keine Wölfe mehr zu geben. Wir haben sie ausgerottet. Auf der Insel gibt es keine mehr. Da sind noch ein paar Rotröcke, die man jetzt auch im Doppelattentat klar. Jungs, ihr standet einfach mal an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Die mache ich jetzt hier auch noch mit einem Doppelattentat klar. Die unterhalten sich über irgendwas. Mir gefällt das Thema nicht. Daher schalte ich die einfach mal aus. Den scheint das hier gar nicht zu stören. Ich habe gedacht, der greift mich an, wenn ich das mache. Wo ist jetzt die eine Truhe? Ich habe sie schon auf der Karte gesehen, aber ich bin mal so frei und renne mal hier über die Brücke. Da sind ja noch ein paar Rotröcke. Auch ihr standet mal wieder im Weg. Das hier vorne ist, glaube ich, wieder ein Sperrgebiet. Tatsache, ja. Nein, ich halte hier nicht an. Das kannst du knicken, Freundchen. Jetzt haben wir alle Truhen in Sleepy Hollow. Den muss ich auch noch klar machen. Was haben wir hier noch so Tolles auf der Karte? Hm. Naja, gut. Wir haben noch ein Fragment.
Oh, was will er denn jetzt hier schon wieder? Und was willst du? Du willst dich auch schlafen legen? Ich kenne heute hier keine Gnade. Jeder, der mir über den Weg läuft, der muss dran glauben. Ja, in die Taverne, die da rechts eingeblendet wurde, brauche ich gar nicht reingehen. Ich denke mal, wir müssen wirklich erst mit der Hauptgeschichte ein bisschen vorankommen. Und das werde ich natürlich auch gleich machen, so wie ich die beiden Fragmente habe. Wo ist es denn? Ah ja, hier vorne. Die kleine blaue Pyramide. Und das andere Fragment muss ich mir markieren, sonst finde ich das nicht auf Anhieb. Das befindet sich irgendwo hier über dem Fluss. Das ist echt eine tolle Sache mit den Markierungen. So kann man Stück für Stück alles auf der Karte abarbeiten. Oh, da war ein kleiner Hund. Der hat schlechte Laune gehabt. Wahrscheinlich hat er heute noch kein Futter bekommen. Da ist noch ein Rotröckchen. Tut mir leid, ich bin ausgerutscht. So, das war das letzte Fragment in Sleepy Hollow. Dann gehen wir jetzt zurück zu Hope und starten die nächste Hauptsequenz. Mal gucken, was wir diesmal machen müssen. Sequenz 02, Fiat Lux. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Master Franklin, Sir. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Naja gut, neues Ziel, die beschlagnahmten Waren finden. Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen. Jeder beschlagnahmt heutzutage Metall. Ja, ja. Die Armee. Okay, alles klar. Das optionale Missionsziel für diese Mission lautete auch nicht entdecken lassen. Das kann ja was werden. Ich kletter erstmal aufs Dach rauf und mache mir mit dem Adlerauge von hier oben einen Überblick. Ja, Adlerauge, ich weiß. Ja, braucht er mir nicht erklären. Wo haben wir die beschlagnahmten Waren? Ah ja, da unten. Beschatten. Adlerauge einsetzen, um das Ziel im Sichtfeld zu behalten. Okay. Ich darf nicht in den seinen Radius reinkommen. Zur Sicherheit wähle ich mal die Berserkerpfeile an. Ich würde wirklich ganz gerne wieder zu 100% die Mission abschließen. Nicht umsehen, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber der Typ hat Paranoia. Er hat gerade gesagt, nicht umsehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Wie kommt er nur auf sowas? Wer sollte ihn denn verfolgen? Ich habe hier niemanden gesehen. Habt ihr das seltsame Zeug in Benjamin Franklins Garten gesehen? Ich halte oh, hier ist ein Sperrgebiet. Das heißt, der Mann experimentiert mit Blitzen. Apropos Blitzen. Ach so, ich muss ihn ja immer im Sichtfeld behalten. Ei, hoffen wir, er wartet, bis wir Dienstschluss haben. Oh, 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 jetzt muss ich mich beeilen. Schnell hier hoch, der eine darf mich nicht sehen. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Oh Gott. Oh, verdammt. Scheiße.
Scheiße. Ich glaube, ich habe das optionale Ziel wieder verrissen, oder? Ja, den Soldaten beschatten. Ich hab's natürlich wieder mal verrissen. Egal. Stop now! Was willst du denn jetzt schon wieder hier? Na egal. Dann mache ich das irgendwann wieder offline. Keine Lust jetzt neu zu starten. Ich habe den einen Typen auf dem Dach nicht gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass da jemand ist. Wahrscheinlich ist hier vorne schon das Ziel, oder? Das war so simpel. Ja, ist das, Sir. Gut, stellt es zum Rest. Tatsache. Das wäre so simpel gewesen. Aber ich darf mich eigentlich, glaube ich, jetzt auch hier nicht entdecken lassen. Also gut, jetzt ist es eigentlich völlig egal. Ich kann jetzt hier reinrennen und machen, was ich will. Mache ich auch gleich. Ja, hallo. Komm mal her. Komm mal her. Da lässt er einfach seine Laterne fallen. Ich glaub's ja. Mensch, du mach doch mal hinne. Du bist aber auch nicht von einer schnellen Truppe, oder? Hallo. Ja, ihr könnt euch gerne alle hier ins Feld legen. Ich werde auf jeden Fall schnell erstmal die Alarmglocke sabotieren. Und dann muss ich die Blitzableiter besorgen. Ich habe ja noch Berserkerpfeile. Die sollten wir mal nutzen. Die machen sich bestimmt wieder gegenseitig klar. Da kommen schon mal zwei. So, die Wetten stehen 3-1. Für den Typen mit dem Schwert da. Mal gucken, wie lange er durchhält. Einen hat er schon mal klar gemacht und jetzt wurde er auch klar gemacht. Na gut. Und ich mache jetzt den hier klar. Wurmt mich aber trotzdem ein bisschen, dass ich das optionale Missionsziel nicht erreicht habe. Denn so schwer war es eigentlich gar nicht. Man hätte die hier alle locker ausschalten können. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat. Ich habe keine Ahnung, Shay. Ich kehre zu Franklin zurück. Ja, das machen wir. Am besten, ich mache das auch auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin. Den Typen mit seiner Laterne schalte ich aber noch aus. Yeah. Und dann schnell zurück zu Master Franklin. Oh nein, und ich habe das andere optionale Missionsziel auch noch verkackt. Nicht schwimmen. Ja, das habe ich eben erst gesehen, wo ich reingesprungen bin. Okay. Aha. So ein verdammter Dreck. Naja, egal. Schnell zu Benjamin Franklin, denn es regnet. Shay, Gott sei Dank, schnell! Kämpfen wir mit dem Stand! Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Hm.
Mission abgeschlossen und ja, keine Ziele erreicht, würde ich sagen. Also das mit dem Nichtschwimmen, das wurde einfach zu spät eingeblendet. Das war ja echt fies. Aber gut, was will man machen? Wir hatten auf jeden Fall Erinnerung 03 Fiat Lux mit Benjamin Franklin, dem Blitzableiter und Hope abgeschlossen. Unser nächstes Ziel ist irgendwo da hinten. Hier könnten wir sogar mit der Schnellreise hin. Und das mache ich jetzt auch mal, da wir anscheinend schon an dem Ort waren. Dann passt das eigentlich ganz gut. Und da sind wir auch schon. Ich muss sagen, in der Remastered Edition gehen die Ladezeiten eigentlich relativ schnell. Ich brauche hier auch nichts rausschneiden. Hope wird mich erwarten. Ja, ja, auf jeden Fall, Shay. Also ich finde wirklich, die Ladezeiten gehen sehr schnell vonstatten. Also ich habe ja in einigen Spielen öfter mal, wenn ich da mal Schnellreise gemacht habe, die Ladebildschirme immer rausgeschnitten. Aber hier bräuchte ich das gar nicht machen. Die paar Sekunden. Das ist echt eine tolle Nummer, wie ich finde. Und die nächste Mission wartet auch schon da oben. Aha, aha, hier vorne ist noch ein Fragment. Na, das muss ich mir doch holen. Ich muss gleich mal gucken, was ich hier auf der Karte überhaupt schon alles habe. Es gibt hier auf jeden Fall noch ein weiteres Fragment. Oder zwei weitere sogar. Ja, es gibt noch zwei weitere. Nee, nur noch eins. Dann habe ich mich gerade verguckt. Das andere befindet sich da hinten. Ich dachte schon. Aus einer bestimmten Höhe, wenn man da so springt, kann ja Shay einfach mal Gesundheit verlieren. Aber das eben war wohl nicht hoch genug. Das Fragment ist da oben. Wie zum Geier komme ich da ran? Ich muss wahrscheinlich hier von irgendeinem Dach da hochklettern. Ja, ich glaube, ich komme hier rüber. Nee, komme ich nicht. Okay, ich habe gedacht, das wäre eine Kante, wo Shay einfach mal abspringt. Habe ich mich geirrt. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Mensch, leg dich doch da noch nicht rein. Kann doch nicht wahr sein. Wie zum Geier komme ich da hoch? Darum ist es. Ich glaube, ich muss rumrennen. Man muss irgendwo da hinten den Berg hochkommen. Ah ja, ich sehe es schon. Wir müssen jetzt hier rüber auf den Baum und dann kommen wir da hoch. Und dann müssen wir hier einfach irgendwie rumrennen. Ich hoffe jedenfalls, dass es so ist. Und jetzt hier mit dem Ast? Ja genau, so läuft das. Und dann können wir uns auch das letzte Animus-Fragment auf dieser kleinen Karte holen. Aber einen Augenblick, bevor ich das mache. Ich würde doch ganz gerne noch diesen Schatz haben. Hier gibt es noch irgendwo eine Truhe. Die muss ich irgendwo unter mir befinden. Genau, hier ist sie. Ich habe das jetzt extra so gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich komme wahrscheinlich wieder schneller hoch, anstatt ich nachher da wieder rumlaufen muss. Aber wahrscheinlich hat das nicht irgendwie, hat das nicht so wirklich geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn jetzt komme ich hier auch nicht wieder hoch. Na ganz toll. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg hier nochmal gehen.
Was tut man nicht alles für ein Animus-Fragment? Und dann glaube ich auch, wir haben alles auf der Karte entdeckt, ja? Ich kann gleich nochmal gucken, aber... Die Fragmente haben wir auf jeden Fall. Es gibt noch irgendwo ein weiteres Sammelobjekt. Ach, guck mal einer an, hier vorne ist noch eine Truhe. Wie weit ist nicht weg? Knappe 190 Meter. Komme ich da so einfach hin oder muss ich da mir irgendwie wieder einen komischen Weg suchen? Die Frage stelle ich mir gerade. Aber es sieht so aus, als würden wir hier einfach über die Bäume springen müssen und dann hier hinten in das Waldgebiet rein. Oh, ein Wolf. Und dann ist noch einer. Ich hab dich gesehen. Es sind noch zwei. Okay. Machen wir auch noch klar. Wo ist der dritte? War's das? Ich glaube, das war's. Finde ich auf eine Art ganz gut. So haben wir wieder Wolfsfell. Ich glaube, die können wir auch für gut Geld verkaufen. So, wo ist jetzt die Truhe? Irgendwo da hinten ist sie. Hoffentlich komme ich da so einfach hin. Nicht, dass ich hier wieder irgendwo mir einen Weg suchen muss, aber ich glaube, ich muss mir wieder irgendwo einen Weg suchen. So einfach werden wir die nicht finden. Da oben ist er. Ich versuche mal den Weg zurück zu verfolgen. So kommen wir eigentlich am leichtesten hin. Wir müssen jetzt hier hoch und dann da hinten über den Baum klettern. Ich hoffe, es klappt. Jawohl, es klappt. Und jetzt haben wir definitiv alle Sammelobjekte auf dieser Karte. Und dann können wir auch zurück zu Hope gehen. Und dann würde ich ja dann auch erstmal sagen, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge, weil in dieser Folge werde ich auf keinen Fall eine neue Hauptmission anfangen. Aber okay, wir können in dieser Folge gerne noch ein paar Wölfe jagen, habe ich kein Problem mit. Einer ist hier noch am Start, ich habe ihn gesehen. Da kommt er. Ich möchte sagen, das Wolfsfell ist wirklich ein bisschen was wert. Also es lohnt sich schon, hier die Wölfe klar zu machen. Ich muss mal nachher oder in der nächsten Folge wahrscheinlich dann mal in den Shop gucken, wie viel das im Endeffekt wirklich wert ist. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe gedacht, ich komme zurück zur Siedlung. Irgendwie bin ich hier auf einem völlig anderen Weg. Hier bin ich doch gar nicht hergekommen. Aber vielleicht kann ich hier rumlaufen. Da unten ist ein Steg. Da sitzen auch ein paar Leute. Hier kann ich hochklettern. Eigentlich sollte ich wieder zurück zu Hope kommen. Auch auf diesem Wege. Ja, kommen wir auch. Den einen Typen hier unten mache ich jetzt noch mit einem Luftattentat klar. Das muss auch mal sein. Und hier vorne steht auch schon Hope. Und damit wären wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, mich vielleicht abonnieren, um auf dem neuesten Stand zu sein, was die nächsten Folgen betrifft und die vielleicht auch bald kommenden neuen Projekte angeht. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann heißt es auch wieder Let's Play Assassin's Creed Rogue.